Hallo zusammen und willkommen. Hast du manchmal das Gefühl, dass deine Sehkraft nachlässt oder du nicht mehr auf einen bestimmten Punkt fokussieren kannst? Zwar gibt es auch angeborene Sehfehler, bei denen du beispielsweise als Baby bereits blind zur Welt gekommen bist, aber viele Sehschwächen entwickeln sich erst im Laufe der Zeit. Tatsächlich wird dieses Problem immer häufiger, wie Augenärzte besorgt feststellen. Fast jeder zweite Europäer ist heutzutage kurz- oder weitsichtig, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass wir im Alltag viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, wodurch unsere Augen verlernt haben, in die Weite zu schauen. Aber auch normales Lesen oder Schreiben beschleunigt diese Entwicklung. Doch gibt es etwas, was man dagegen machen kann, ist die Frage. Wir zeigen dir in unserem heutigen Video, wie du unter Umständen bis zu 80% deiner Sehkraft wiederherstellen kannst. Und das mit ganz einfachen natürlichen Mitteln. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Eins gleich vorweg. Wurde das Augenlicht bereits gänzlich verloren, kann dies auch nicht mehr zurückgeholt werden. Selbst unser Hausmittel hat nur eine bedingte Wirkung und kann nichts gegen ernsthafte Krankheiten ausrichten. In diesen Fällen sollte man unbedingt den Arzt um Rat fragen. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen falsche Ernährung und Überanstrengung die Sehkraft verschlechtert. Hier kann unser Rezept wahre Wunder vollbringen. Das Wichtigste ist, dass du frühzeitig erkennst, dass etwas nicht stimmt und schnellstmöglich mit einer Behandlung anfängst. Kannst du plötzlich nicht mehr die Gesichter deiner Freunde erkennen oder fällt es dir zunehmend schwerer, deine Kleidung zu kombinieren, weil du die Farben nicht mehr auseinanderhalten kannst? Kannst du auf einmal nicht mehr die Straßenbilder scharf sehen oder die Untertitel im Fernsehen? Dann ist unbedingt Handlungsbedarf angesagt. Und das benötigst du, um deine Sehkraft zu verbessern. 800 Gramm Honig, 2 Zitronen, 3 Knoblauchzehen und 250 Gramm Leinöl. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Schneide zuerst die Enden der Knoblauchzehen ab, so kannst du nun ganz leicht die Schale ablösen. Schneide den Knoblauch anschließend in feine Stückchen. Im nächsten Schritt halbierst du die Zitrone und schabst mit einem Löffel das Fruchtfleisch heraus. Gib nun den Knoblauch und die Zitrone in eine Schale und füge den Honig und das Öl hinzu. Verrühre das Ganze gründlich mit einem Kochlöffel. Und schon bist du fertig. Fülle die Flüssigkeit am besten noch in ein Gefäß um, das du luftdicht verschließen kannst. So kannst du das Hausmittel über mehrere Wochen hinweg aufbewahren. Stelle das Gefäß aber auf gar keinen Fall in den Kühlschrank, sondern bewahre es bei Raumtemperatur auf, damit die Inhaltsstoffe nicht zu hart werden. Nimm vor jedem Essen einen Löffel dieser gesunden Mixtur zu dir. Keine Sorge, durch die große Menge an Honig schmeckt dieses Hausmittel sogar sehr süß. Nach einem Monat solltest du erste Erfolge feststellen und die Sehkraft sollte sich wieder verbessert haben. Aber Achtung, gehe mit deinem Problem nicht leichtsinnig um. Solltest du über einen längeren Zeitraum hinweg von einer Verschlechterung der Sehleistung betroffen sein, ohne dass sich eine Besserung einstellt, muss ein Augenarzt einen Blick darauf werfen, um schlimmere Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Du kannst deine Augen mit wenigen Mitteln etwas Gutes tun und dafür benötigst du nicht einmal viele Zutaten. Das Rezept ist innerhalb von wenigen Minuten zu befolgen und schon können deine Augen mal wieder richtig entspannen. Schalte am besten zusätzlich für 3 Stunden den Fernseher oder das Handy aus, um deinem Sehorgan die benötigte Ruhe zu gönnen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.